Und damit herzlich willkommen zurück zu Stalker Call of Pripyat, Stalker COP. Wir sind jetzt doch nicht da wieder, wo ich gesagt habe, sondern hier, denn dieser Boy hat etwas zu berichten. Achso, ne, hier, den Schlüsselkarte hat keinen Kratzer abgekriegt. Danke, sie erinnert mich an gute alte Zeiten. Cool, 3 Medikits. Hätte ich mal so wiedergegeben, Müll nur mein Inventar voll. Jo, ihr habt den Bauplan und die Begleitdokumente zu Forschungsobjekt 62. Coole Sache. Ich wusste doch, dass diese Mistkerle nicht genug Zeit hatten, um alles zu zerstören. Lass mal sehen. Daran haben sie also gearbeitet. Gut, es dauert ein paar Stunden, bis ich alles kapiert habe. Lass das Gaussgewehr hier. Ich werde versuchen, es zu reparieren. Warte hier. Ich brauche nicht lange, um dieses Baby wieder zum Singen zu bringen. Mhm. Okay. Gut, das heißt, wir müssen jetzt abwarten. Machen wir. Guck mal. Schussgenauigkeit plus Zuverlässigkeit plus Rückstoß minus. Fünffaches optisches Ziel für ein Magazingröße plus. Wir haben zwar keine Munition, aber wir kaufen einfach mal alles, ne? Kostet ja kein Geld. Kostet eigentlich alles. Ach, so knapp 1000. Wir haben echt nicht so viel Geld, aber. Was soll's, ne? Gut, dann gehe ich hier nochmal kurz schlafen. Gucke aber vorher auf die Uhr. Wir haben es 0.24 Uhr. Wir schlafen bis 5 Uhr. Hört sich gut an. Und dann gucken wir nochmal dahin und hoffen, dass er das Gaussgewehr fertig hat und nochmal tunen kann für uns. Ich habe schon wieder Hunger. Hallo! Sieh an, sieh an. Die haben ein elektronisches Artefakt in die Batterie eingebaut. Ha! Habe ich mir gleich gedacht, dass da irgendein komischer Anomalie-Scheiß im Spiel ist. Das Prinzip an sich ist einfach. Jetzt kriege ich das selbst hin. Ist mit dem Gaussgewehr fertig? War ein Klacks. Die Sache mit der Stromversorgung ist klar. Falls das Gewehr zicken macht, bringe es einfach hierher zurück und ich kümmere mich darum. Gegenstände erhalten, Gaussgewehr, Gegenstände erhalten, Dokumente über Forschungsobjekt 62. Ich brauche Batterien für mein Gaussgewehr. Dafür mache ich dir den Lieblingskundenpreis, 2000. Boah. Kannst du das Ding an... Das kannst du nicht tun. Und du kannst sie nicht reparieren. Entladen. Das fällt. Wir haben 20 Schuss für das scheiß Gauss-Batterie. Batterien, die eingekapselten... Energiequellen nutzen. Okay. Hightech-Ausrüstung. Scheiße. Okay, also der Typ kann uns Munition machen. Mich würde mal interessieren, wie viel er machen kann. Also, wie viel 2000 kosten. Wenn so irgendwie 5 Schuss 2000 kosten, ist das schon richtig, richtig teuer. Halt dein Maul, Alter! Das machst du nicht nochmal, Fotze. Gaussgewehr scheint stark zu sein. Naja, habe ich doch schon. Halt dein Maul jetzt. Okay. Ich lass mir jetzt für 2000 diese Scheiße bauen. Wehe, das sind nur 5 Schuss. 10 erwarte ich Minimum und selbst das fände ich teuer. Hier. Sechs? Alter, sind die teuer. Nee, wir werden das Gaussgewehr einfach sehr selten benutzen. Sind wir noch komplett überladen? Ja, kann man jetzt so sagen. Ich glaube, die Sniper werden wir nie wieder verwenden, aber die packen wir einfach da weg. Hier hatten wir keinen, der mit uns Munition gehandelt hat, ne? Oder hatten wir hier einen, der mit uns Munition gehandelt hat? Wie viel ist die wert? Nur mal so aus neuer Gier. 6000. Verkaufen wir mal das MG. Aber ich bin ganz ehrlich, ich werde das MG nie wieder verwenden. Nie wieder. Das ist einfach eine nutzlose Waffe. Also die ist cool. Aber es, die ist halt nutzlos.
Was kostet das die... Warte, was ist das? Zuverlässigkeit, Rückstoß, Zuverlässigkeit, Schussgenauigkeit, Magazin. Plus 100, dann haben wir 200 Schuss damit. Handhaben. Boah, Alter, was kostet das? 5000! Ich will nur wissen, was wir daran verdienen würden. Weil das Ding ist ja echt krass im Arsch. Wenn wir jetzt dafür 25.000 kriegen, verkaufe ich die. Ansonsten lade ich und... Ja, halt dein Maul, ey, F9. Nee, das lohnt sich überhaupt nicht. Da geben wir genauso viel aus, wie wir kriegen. Das macht keinen Sinn. Oder sogar mehr geben, glaube ich, aus. Gott. Ich hab ein bisschen Rückenschmerzen. Okay, nee, das lohnt sich gar nicht. Ja, Freddy, ich weiß, da ist ein Hungersymbol. Das geht dir auf den Sack. Tut mir leid. Hab doch schon gegessen. So, wir gehen jetzt zurück. Hey, Stalker. Na? Bring mich nach Pripyat. Für 4000? Halt dein Maul. Du bringst mich für 1000er zu Jana. Ja, schon besser. Nur um den Dingens zu überspringen, mache ich das mit Sicherheit nicht. Der Typ transportiert mich kostenlos. Fotze. Ach, so ein richtig kleiner Abzocker ist das. Eieiei, ey. Übrigens, Tipp 66. Wenn Sie überleben möchten, sollten Sie immer das Geräusch des Geigerzählers beachten, wenn Sie vor Strahlung warnt. Ebenso wichtig ist das Anomalie-Gefahrensignal, das Sie warnt, wenn Sie in der Nähe von Anomalie gehen. Sehr gut. Als Belohnung dafür Geheimnisse. Ich gehe mal kurz in den Keller und gucke nach, ob wir hier Munition für meine Waffen haben. Weil ist leer. Nein. Doch, da. Also viel schwere Munition möchte ich eigentlich nicht dabei haben. Das packe ich, glaube ich, in Pripyat weg. Ja, richtig viel von der Munition auch noch, aber wir spielen halt kaum... Nee, die packen wir damit zu. Wir spielen halt kaum mit der Waffe. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Gut. Wir brauchen unbedingt unsere Shotgun wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich die abgelegt habe. Ich glaube, weil ich... Ach nee, ich habe die weggeworfen, ne? Ja, weil ich voll war, habe ich die weggeworfen. Komm her! Handeln. Du gibst mir mal diese 180 Schuss. Ist teuer, aber bringt ja auch nichts. Ich will meine Shotgun wieder haben. Das war eine besondere Shotgun. Oh, toll, jetzt hat er nur besondere Munition, die Fotze. Hätte ich nicht kaufen wollen. Gut, wir brauchen mal wieder Kohle. Also mal wieder Artefakte finden und verkaufen. Bis dann. Wäre schön. Hey, Stalker. Du bringst mich nach Pripyat. Was? Junge, du willst uns kostenlos dahin bringen? Okay, es lohnt sich doch, mit ihm zu gehen. Ich glaube, der will mich verarschen, ey. Leck mich am Alter, fass mich an die Füße! Also bis eben gerade war ich großer Fan von dem Spiel. Und jetzt auf einmal nicht mehr so. Warum kostet das denn jetzt Geld? Das ist doch scheiße. Ah, wenn jetzt gerade Partende wäre, dann würde ich laufen. Ja, los. Alter, so eine Kackfotze. Heilige 5000. So eine Mizzet, ey. Nee. Das macht mich gerade richtig fertig. 5000 Missgeburt dafür haben. Major, ich muss Sie um eine Gefallen bitten. Unsere Wache antwortet nicht mehr. Wissen Sie, wo das Lebensmittelgeschäft war? Von dort kommt das Signal. Vielleicht können Sie sich dort einmal umsehen. Noch etwas. Seien Sie vorsichtig. Ende und aus. Okay, da kam gerade eine Funkmeldung und jetzt spricht Garians an. Warte. Ein
Es gibt da ein paar eine unangenehme Sache, die ich dir erzählen will. Einige Söldner wollten, dass ich sie nach Pripyat bringe. Sie haben ein nettes Sümmchen geboten, also habe ich zugestimmt. Aber schon bald wurde mir klar, dass ich in der Klemme sitze. Sie haben mich keine Sekunde aus den Augen gelassen und die Waffen auf mich gerichtet, als wir uns Pripyat genähert haben. Konnte ich fliehen. Aber sie müssen mittlerweile in der Stadt sein, also sei vorsichtig. Okay, wie viel? Was haben sie angewählt? Ein paar Sachen, ja. Sie hatten sicher nicht vor, mich am Leben zu lassen. Deswegen gab es für sie auch keinen Grund, ihre Pläne von mir zu verheimlichen. Haben sie sich gehört, dass Leute der Auftraggeber zu treffen? Sie wollen ihnen das Ziel ihrer Mission klar machen. Wo findet das Treffen statt? In der Nähe im Hof der Wohnanlage. Danke für die Information. Tschüss. Okay, kleiner Funfact, er ist viel zu teuer. Kiste stand hier, ne? Ja, genau. Mann, das ärgert mich. Oh, fuck, hier ist so viel Munition. Scheiße. Das ärgert mich so hardcore, dass ich die Shotgun weggepackt habe, ne? Das ärgert mich so extrem. Gut, mehr Panzerung. Punkt. Ich hätte jetzt gerne gerade Panzerung und nicht. Ja, ist halt nur Schutz vor allem möglich, ne? Ich meine, der ist geil, aber. Gut, ist halt Schutz, ne? Punkt. Munition für 556 wäre schön. Okay, repariert und modifiziert ist alles. Das ist Heilung. Ich brauche Medizin. Medizinische Hilfe. Sehr gut. Okay. Ich bin überladen. Ach ja. Ich weiß wieder, warum ich den Anzug angelassen habe. Fuck. Ich muss bei Gelegenheit mal die Klamotten mitnehmen und die verbessern. Warum habe ich ihn gefuckt? Ach ja. Das habe ich gekauft, weil das Radioaktivität um 2 senkt. Einen anderen Grund hatte das Ganze nicht. Komplett sinnlos eigentlich. So, die Munition sollte reichen. Das Gauss-Gewehr habe ich mit. Den kann ich mal wegpacken. Davon kann ich mal eine ganze Ecke wegpacken. Davon kann ich mal eine ganze Ecke wegpacken. Davon kann ich mal eine ganze Ecke wegpacken. Und davon kann ich mal eine ganze Ecke wegpacken. So, jetzt können wir mal nach da oben gehen. Zu hier. Pschimilik Bimlek oder so. Kennen wir seinen Namen? Kowalski heißt er. Ja, genau, Kowalski. Da muss ich immer an die Pinguine von Madagaskar denken. Und bei Madagaskar muss ich immer an das Lied denken. Wir lagen von Madagaskar. Ach, ich kann's nicht. Hallo, Oberst Kowalski. Guten Tag, Major Sir. Information? Nicht jetzt. Ich habe Informationen über die unbekannte Waffe. Ist es ein Gauss-Gewehr? Wow. Wie funktioniert das? Kann man damit einen Hubschrauber abschießen? Klar, aber Stinger 4 und 5 sind aufgrund eines elektronischen Ausfalls abgestürzt. Beschleunigte Projektile wäre dazu nicht in der Lage gewesen. Verdammt! Das war dann wohl eine Sackgasse. Eine andere Theorie habe ich nicht. Also können wir nichts weiter tun, als mitten in dieser verdammten Zone zu sitzen und zu hoffen, dass sie uns angreifen. Aber okay, gut, genug gewarnt. Kümmern wir uns um Dinge, auf die wir hier und jetzt Einfluss haben. Dank Ihnen wissen wir, dass es gegen diese beschleunigten Projektile nicht hilft, einfach irgendwo in Deckung zu gehen. Das ist doch schon mal etwas. Deswegen bedanke ich mich bei Ihnen, Major. Ich melde mich bei Ihnen, falls ich etwas Neues erfahre. Wegen der Wache. Sein Signal kommt aus dem alten Lebensmittelgeschäft, aber er antwortet nicht. Vielleicht hat er sein Funkgerät verloren, aber sicher kann man das zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wir müssen ihn finden. Okay, mache ich. Gary hat mir von dem Vorteil mit den Söldnern erzählt. Ja, mir hat er auch davon berichtet. Nach seiner Flucht ist er hierher gekommen und hatte Angst, dass er verfolgt wird. Zum Glück, sowohl für ihn als auch für uns, haben die Söldner seine Spur verloren. Wir beobachten den Ort, an dem sich die Söldner und die Leute des Auftraggebers treffen wollen, aber dort ist alles ruhig. Ich würde wirklich gerne wissen, was die Söldner vorhaben. Ich habe Informationen, dass Söldner in Pripyat ein geheimes Labor suchen. Ein geheimes Labor? Hier in Pripyat? Wo haben sie die Informationen her?
Von Notebook eines Söldners aus Zantan. Ein Stalker namens Onkel Ja hat mir außerdem eine Geschichte erzählt, die das bestätigt. Wissen Sie noch was? Sie suchen nach dem Zentrallabor. Während meiner Untersuchung ist es mir gelungen, die Koordinaten herauszufinden. Wenn das wahr ist, bedeutet das, dass wir neben Zombies und Fanatikern gegen einen weiteren Feind gewappnet sein müssen. Wir müssen entscheiden, wie es weitergeht. Wir müssen das Treffen beobachten und wenn möglich den Vertreter des Auftraggebers eliminieren. Das würde sicherstellen, dass wir für eine Weile niemand zum Labor X8 gelangt. Wir müssen den Anführer der Söldner eliminieren. Gelingt es ihnen, sollte der geschwächte Söldnertrupp kein allzu großes Problem mehr darstellen. Dazu habe ich keine Zeit. Wir müssen das Treffen beobachten, würde ich sagen. Das wäre eine gute Lösung. Wir werden zwar nicht herausfinden, wer noch über das Labor Bescheid weiß, aber wir können wenigstens dafür sorgen, dass die Söldner nicht dorthin gelangen. Allerdings werden die Söldner schnell reagieren und stellen damit eine Bedrohung für uns dar. Versuchen sie beide Ziele zu töten. Ich werde Leutnant Kirillov den Befehl geben, sie zu begleiten. Anführer der Söldner eliminieren oder Auftraggeber eliminieren? Führer der Söldner. Aber der Bote wird dann wahrscheinlich entkommen und die Informationen über das Labor woanders an den Mann bringen. Das würde bedeuten, dass die Söldner doch noch an das Labor finden. Versuchen sie beide Ziele zu eliminieren. Okay, wir machen das. In Ordnung. Das klingt für mich realistisch. Leutnant Kirillov, Kowalski hier. Sie müssen den Major eskortieren. Habe ich jetzt versehentlich eine Quest gemacht, die ich jetzt noch gar nicht machen wollte? Ah ja. Nehmen Sie diese Waffe und die Munition. Sie können sich erst einmal bequem machen. Ich behalte die Stelle von der anderen Seite aus dem Auge und melde mich bei Ihnen, sobald etwas auftaucht. Okay. 10 Schuss! Major, fuck it. Kidding me? Die Söldner sind in Position. Wo sind die? Da kommen sie, ich muss es fressen. Boah, Kim! Der Bote, der Kerl am Haupteingang ist Ihr Anführer. Der da? Welcher jetzt? Oder der da. Also das könnte ein Haupteingang sein und das auch. Das auch. Mir ist jetzt nicht ganz klar, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Also ich könnte ihn einfach erschießen, aber das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Übung. Und die sich jetzt alle versteckt oder was ist passiert? Da, der könnte auch immer noch Chef sein. Chef wird nicht mit dem Raketenwerfer rumstehen, oder? Müssen wir jetzt warten, bis die andere Partei kommt? Ich bin gerade wirklich noch sehr, sehr verwirrt und habe gar keine Ahnung, was hier abgeht. Da kommt irgendwer. Da. Gleiche Partei, okay. Mal 5? Ah, da steht's doch sogar bei. Grisha Droske. Sieh an, da ist noch ein Trupp. Mal sehen, wer von ihnen der Bote ist. Warte mal. Das sind Wissenschaftler. Also ich gehe davon aus, dass er Chef ist. Da steht irgendwo Anführer dran. Ich würde vermuten, die beiden, die miteinander quatschen, sind Chef. Die Ziele sind am Haupteingang. Ja. Okay, F9. Scheinbar ist die Sniper extrem stark und macht gar keinen Schaden auf Kopf.
Ich hab dem einen Typen mitten in die... Also, wenn ich nicht ganz geistig behindert bin, habe ich dem gerade in die Schnauze geschossen. Sie sind fertig. Jetzt wird es Zeit, sie zu erledigen. Okay, 5-9. Ich glaube, er lädt einen falschen Spielstand. Weil eigentlich waren die ja noch nicht so weit, als ich gespeichert habe. Allerdings ist der Part auch eigentlich zu Ende. Jetzt wird es Zeit, sie zu erledigen. Ich schaff's ja nicht mal einen zu erledigen. Erstes Ziel eliminiert. Alter! Warte mal, Escape. Spiel laden. Quick Save. Das muss der sein. Also ich find's gerade echt kacke, dass es so scheiße ist gerade. Aber ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich die beiden Ziele eliminiert habe. Bis dahin, haut rein und tschüss.